Zu einem tragischen Flugzeugunglück kam es bei einer Flugshow in Connecticut. Eine Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Bomber, ist bei einem Flug abgestürzt. In dem Inferno kamen 7 Menschen ums Leben. Wie durch ein Wunder überlebten fast die Hälfte der Passagiere an Bord und der Crew den Absturz. Insgesamt gibt es mehr als 10 Verletzte, auch 2 Personen am Boden wurden verletzt, darunter auch ein Feuerwehrmann, der versucht hat, das Brandinferno zu löschen. Was ist passiert? Die Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Bomber der Type Boeing C-17, ist abgehoben von dem Flughafen Bradley International Airport in Connecticut, der größte Flughafen in Connecticut. Kurz nach dem Start gab es bereits Probleme. Offensichtlich hat die Maschine nicht die beabsichtigte Flughöhe erreicht. Der Pilot funkte zum Tower, dass er umkehren möchte, hat es aber nicht mehr zurück auf die Landebahn geschafft. Die Maschine krachte in ein Flughafengebäude und ging in Flammen auf. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Bergungsarbeiten dauern jetzt am Tag nach diesem tragischen Unfall weiterhin an und es laufen auch die Untersuchungen, wie es zu diesem Absturz kommen hatte können. Makaber und eigentlich ironisch ist die Tatsache, dass mit diesem Flug Geld gesammelt werden hätte sollen für den Erhalt dieser historischen Maschinen, und dabei ist es zu diesem tragischen Unfall gekommen.